Hallo meine Lieben, ja, willkommen zu einem neuen Produkttest von mir für euch. Und zwar habe ich das Gold Marokkos getestet, der Firma Argandor. Wie der Name schon sagt, es handelt sich um das hochwertigste Öl der Welt. Es ist das Arganöl. Und was kann es Besseres und Schöneres geben für eine Frau als Kosmetikprodukte mit Arganöl? Und ja, ich habe hier einiges zugeschickt bekommen. Und ich freue mich gerade sehr darüber, euch davon zu berichten, weil ich ja auch eine arabische Herkunft habe und ja, das liegt ungefähr auf denselben Breitengraden von da, wo ich herkomme. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Produkt natürlich nur aus Marokko, weil Arganöl wird nur in Marokko hergestellt, weil es nur dort diese Arganölbäume gibt. Ja, und was mich natürlich am meisten fasziniert an diesem Produkt ist, neben den tollen Eigenschaften, ist, dass die Firma Argandor damals 2005 die komplette weltweite Vermarktung übernommen hat des Arganöls und somit wird auch den Frauenkooperativen vor Ort, den Frauen, die dort arbeiten, der Lebensunterhalt gesichert und auch natürlich der Arganbaumbestand wird dadurch auch gesichert. So, also es geht auch gerade darum, dass Frauen, die alleinerziehend sind oder die geschieden sind oder einfach Frauen, die arbeiten möchten, die arbeiten dort und bekommen dort einen sehr fairen Lohn und können dadurch sogar alleine ihren Lebensunterhalt bestreiten. Gerade wenn es dort um Kinder geht und so weiter, ist das eine sehr, sehr feine Sache und das Geld kommt auch immer an. Also alleine deswegen finde ich schon dieses Produkt schon toll, weil es ist nicht nur etwas, womit wir uns schön machen, sondern wir tun auch etwas Schönes, etwas Gutes und geben auch was Gutes zurück. Ja, aber kommen wir mal zu den kosmetischen Eigenschaften dieses Produktes. Was ich auch ganz toll finde, ist, es ist rein biologisch, also jetzt gerade hier das Gesichtsöl. Es gibt es einmal mit ganz feinem Lavendelduft und in feinem Rosenduft, das habe ich jetzt gerade, der Rosenduft. Und da reicht es einfach nur ein paar Tropfen auf die Hand zu geben. Ich zeige euch das jetzt mal, das ist hier eine so schöne Pipette. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Alleine das schon ins Badezimmer zu stellen, neben den anderen Argandor-Produkten, sieht schon wirklich toll aus. Allein schon dieser goldene Rand hier. Ja, und dann dreht man das auf. Ein bisschen Übung ist erforderlich. Ein bisschen abtropfen lassen und dann in die Hand geben. Ein bisschen verreiben. Und dann kann man es sich einfach schön abends ins Gesicht tupfen. Ruhig ein bisschen mehr. Es zieht über Nacht ein und dann hat man sowas wie eine Kur. Ich habe das jetzt vier, fünf Wochen lang getestet und ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert von dem Produkt. Ja, ich schmier mir das jetzt gerade hier auf die Hände ein, weil ich bin ja jetzt geschminkt. Und ja, ich bin sehr begeistert, weil man kann es sogar, und das habe ich jetzt eigentlich immer so gemacht, ich habe es morgens aufgetragen und ich konnte mich sofort danach, nach ca. 15 Minuten, konnte ich mich ganz normal schminken. Also es ist auch geeignet für unters Make-up. Eine weitere tolle Eigenschaft dieses Gesichtsöls ist, wenn man zu einigen Rötungen neigt. Also ich zum Beispiel habe das schon mal, dass ich hier unter den Nasenflügeln schon mal so ein bisschen rote Stellen habe oder so eine schuppige Haut habe. Also schon nach der zweiten Anwendung wurde es bei mir besser. Die Haut beruhigt sich und es fühlt sich auch einfach nur toll an. Es gibt der Haut auch Feuchtigkeit und ja, also ich bin total glücklich und happy mit diesem Produkt, weil eigentlich bin ich jetzt nicht so ein großer Ölfan, muss ich sagen. Viele Produkte haben mich oft enttäuscht. Die riechen dann irgendwie schnell ranzig oder haben eine sehr starke Duftnote und das mochte ich alles gar nicht. Und die Produkte von Argandor sind auf jeden Fall nicht desodoriert, das heißt, also der Duft ist komplett original. Es sind auch keine Duftstoffe enthalten, ist auf jeden Fall auch ohne Zusätze, ohne synthetische Farb- oder Duftstoffe und ja, alles rein biologische Öle. Ich habe nachgesehen im Internet, das kostet 17,50 Euro. Das ist auf jeden Fall erschwinglich und damit kommt man doch ganz gut. Ja, sehr lange hin. Also ich bin jetzt, also meine Flasche ist jetzt schon, ich glaube, zur Hälfte zu Ende, weil ich habe die jetzt wirklich den ganzen Monat sehr regelmäßig getestet. Aber einfach auch, weil das toll ist. Ja, kommen wir zur Arganöl-Lippenpflege. Ganz normaler Balsam-Lippenstift und ja, wenn man zu spröden Lippen neigt und nicht immer diese Produkte vom DM benutzen möchte oder einfach mal auf der Suche ist nach etwas Neuem, nach etwas Gutem, was absolut bio ist und ohne Tierversuche, ohne tierische Inhaltsstoffe, dann sollte man einfach dazu greifen. Ich bin davon auch sehr überzeugt. Ich trage das auch unter meinem Lippenstift auf und das hält alles super.
Also, es ist wirklich das erste Mal, dass ich eine Kosmetikmarke teste und bin rundum total glücklich. Man sieht es Ja. auch hier. Es ist zur Hälfte schon weg. Das ist das Hautöl und damit bin ich auch sogar sehr sparsam noch umgegangen, weil die Flasche ist recht klein und ja, das ist das auch das Hautöl von Arganöl und das habe ich nach dem Duschen direkt aufgetragen, noch auf die ja, Handtuch feuchte Haut, würde ich sagen. Einfach dieses Hautöl genommen und dann eingerieben. Und das Schöne ist, es ist auch geruchsneutral. Das finde ich besonders gut. Also es hat nur eine ganz leichte Arganölnote und also es ist absolut Natur. Und ja, man riecht dann trotzdem frisch nach seinem Duschgel und das übertüncht dann nicht den Geruch vom Duschgel. Das finde ich halt ganz gut. Ja, kommen wir zum Arganöl-Haaröl. Ja, also Haaröle, meine Lieben, da habe ich es ja mit, ne? Also ich bin ja eh nicht so ein großer Haarprodukte-Fan irgendwie. Ich benutze nie großartig irgendwelche Schaumfestiger oder irgendwie Haarspray großartig oder irgendwie so fette Kuren oder so. Mag ich alles irgendwie überhaupt nicht. Also ich bin eigentlich nur eben waschen und dann ja, eindrehen und fertig. Und ja, das habe ich getestet und hier ist der Ausschnitt davon. Ja, und jetzt habe ich mir gerade die Haare gewaschen. Jetzt werde ich das mal ausprobieren, dieses Argan-Haaröl von Argandor, das Gold Marokkos. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das ist, weil oft, wenn ich so Haaröle ausprobiert habe, sind die Haare danach immer total klätschig, auch wenn ich nur so ein paar Tropfen nehme. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, weil das ist schon sehr gut bewertet worden, dieses Öl. Und ja, ich bin ja eine sehr kritische Testerin und jetzt bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. Hier steht drauf, man soll einfach auch nur ein paar Tropfen in die Handflächen geben und dann in die Haarspitzen einmassieren. Das machen wir jetzt mal. So sieht diese Ampulle aus. Sieht schon mal super aus. Und der Vorteil ist, dass das ohne Silikone, ohne Konservierungsstoffe, ohne synthetische Duftstoffe, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, ohne tierische, ohne Tierversuche und das ist auch vegan. Und es ist auch nicht desodoriert. So, ausprobieren. Es riecht nach nichts. Das ist schon mal gut. Also es ist wirklich sehr geruchsneutral. Ein paar Tropfen in die Hand geben. Das ist jetzt wirklich nur so drei, vier Tröpfchen. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Meine Haare sind jetzt handtuchtrocken. Die waren jetzt ungefähr 5 Minuten drin. So, jetzt wollen wir das mal testen. Ja, es ist super, das riecht nach nichts. Das heißt, die Haare können noch nach dem Duschen, wenn jetzt alles gut läuft, riechen die noch genauso nach der Einmassierung wie nach meinem eigenen Haarshampoo. So. Und hier auch nochmal in die Haarspitzen. Ich habe ja stufige Haare. Werde ich die Haare wie gewohnt frisieren. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die sind nicht klätschig. Ich glaube es aber nicht, weil ich habe schon nur sehr Gutes darüber gelesen. Ja, das Ergebnis ist wunderbar. Ich bin total begeistert. Die Haare duften nach meinem eigenen Shampoo. Das Öl hat gar keinen Geruch. Das ist super. Das ist für mich perfekt. Und weil ich immer Angst habe, dass diese Öle so ranzig sind. Und die Haare fühlen sich wunderbar an. Das ist wie eine Haarkur. Man könnte sogar das Öl über Nacht einwirken lassen und dann am nächsten Morgen, wenn man sehr viel reingelegt hat, das sogar ausspülen. Brauche ich aber alles gar nicht. Das ist wunderbar. Es fühlt sich alles ganz fein und ganz fluffig an. Also nichts ist beschwert oder sonst irgendwie. Ich bin total begeistert. Juhu! Endlich was gefunden. Jetzt habe ich mich gerade gestylt, zu Ende geschminkt und ja, ihr könnt sehen. Die Haare habe ich jetzt sogar mit einem Lockenstab eingedreht und die sind wunderbar, nicht beschwert und super gut stylbar. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Haarprodukt von Argandor. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Ich finde das total super, dieses Haaröl, denn das habe ich jetzt auch, boah, jetzt auch bestimmt so 4, 5 Wochen auch benutzt und das, ja, so zweimal die Woche habe ich das schon aufgetragen und ihr seht ja, ich konnte mich sofort danach stylen und die Haare halten, die Haare sitzen, die hängen nicht, sind nicht beschwert, weil auch keine Silikone drin sind und ja, ich bin wirklich also schwer, schwer beeindruckt. Ich finde es richtig toll. Ihr Lieben, das ist die Firma Argandor und ja, wenn ihr auch den Frauen drüben, die das Öl mit der Hand in liebevoller Kleinstarbeit pressen, auch unterstützen wollt, dann solltet ihr zu diesen Produkten greifen.
Und ich möchte gerne anlässlich meiner fast 4000 Abonnenten eine Verlosung aussprechen, denn ich habe hier nochmal tolle Produkte, nämlich einmal die Körperlotion von Argandor und nochmal ein Arganöl-Gesichtsöl mit einer feinen Lavendelnote, was ich auch ganz toll finde, weil Lavendel beruhigt auch nochmal zusätzlich die Haut. Und ich habe noch hier eine richtig schöne Arganöl-Pflegeseife mit Minze und Zitronengras. Sommerlich und frisch. Ja, ihr Süßen, und weil ich jetzt ja bald 4000 Abonnenten habe, dann möchte ich gerne diese drei Produkte für euch ja, verlosen. Und ich habe mir gedacht, erst habe ich gedacht, so in ein Paket? Nein, es gibt praktisch drei Gewinnerinnen dieses Mal. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal dieses Video liken, gebt ihm einen Daumen hoch, teilt das Video und schreibt mir rein, welches der drei Produkte, also welches ihr davon gerne haben möchtet. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ihr müsst natürlich meinen Kanal abonnieren. Das ist ja ganz klar. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Lasst es euch gut gehen. Denn ja, wenn man glücklich und zufrieden ist und sich dabei auch noch wohlfühlt und mit kleinem Geld sich eine Wohltat gönnen kann, was gibt es da Schöneres als ein bisschen Beauty für die Haut? In diesem Sinne, macht's gut. Bye bye, bis zum nächsten Mal.